Tata, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Blattgrün von mir, dem Hube hier auf Hubertus LP. Ich freue mich, weil es sehr lang her ist. Ich freue mich allerdings nicht, weil es sehr laut ist. Ja, ich würde fast sagen, ohne viel Tramram und sonst irgendwas, auf zur Arena. Ich bin schon sehr gespannt, was unser Freund Rocco da so zu bieten hat. Ich werde davor wohl nochmal so ein bisschen anderer Controller heute, dadurch andere Controls. Wir wollen mal schauen. Also so von den HP technisch ist Hit wirklich am besten. Wir machen das also einmal so. Und dann gucken wir mal. Der wird am ehesten überleben, deswegen ihn ganz nach vorne hin. Bleib stehen, wo du bist, könnt. Es dauert noch Lichtjahre, bis du an Rocco antreten kannst. Doch wie wir wissen, messen Lichtjahre Distanz und nicht die Zeit. Lorblatt! Ah ne, das ist nicht das Vollentwickelte, genau. Das ist Meganja, ja. So, unser Sid wird ganz aggressiv mit einem Giftstachel hier anfangen. Weil Gift bekanntermaßen gut gegen Pflanze ist. Leider nicht vergiftet. Passiert. Reflektor. Das ist fies. Das macht nämlich, dass wir ihm nur noch ganz wenig Damage machen. Ich weiß gar nicht, was Giftstoffe davon überhaupt getroffen ist. Sieht nicht so aus. Yes! Genau das wollten wir haben. Einmal den Gift-Trigger. Dass wir dem richtig wehtun. Und dann geht's hier weiter. Heuler ist wirklich blöd. Weil das sinkt den Angriff generell. Aber das ist nicht weiter wild. Also Gift wird ja jetzt irgendwie den Rest erledigen. Ich glaube, nächste Runde dürfte der Typ down sein. Durch eine Kombination aus Giftstaffel und Gift. Ja, also allerbest. Besser hätte es fast nicht ablaufen können. Naja. Ich sag mal, 5 Damage ist nun wirklich nicht viel. Und wir kriegen massig Erfahrung. Das ist auf jeden Fall ein Level-Up. Jupp. Sid Level 11. Gerade die Skalierung ist irgendwie nicht so schön. Wow, 12 sogar. Ich lobe in der nächsten Folge Besserung. Ich habe gerade irgendwie schlampig das Bild einmal gezogen. Ist nicht so gut. Ach, der hat noch einen. Kapilz. Ja. Kapilz hat, glaube ich, so ein bisschen was an Gift auch mit dabei. Wenn nicht, ist sicherlich auch nicht schlimm. Hypnos-Konfusion wird so oder so sein Ziel erfüllen, glaube ich. Vor allem, den hatten wir doch sogar als wildes Pokémon, wenn ich mich recht erinnere. Als Gegner. Ah, das tat ja mal richtig weh. Oh, und dann noch ein Absorber. Ah, das ist gar nicht cool. Das war ja gar nichts. Ja gut, das ist halt die Special-Verteidigung von unserem Spacko, ne? Die Special-Verteidigung ist mega. Ja, cool. Das lief schön. Das hat mir gefallen. So, das sind auch 2 oder 3 Level sogar. Wahnsinn. 1. Ich bin voll off, was diese Level-Geschichten angeht. Da, ja, Entfernung, nicht Zeit. So, ich würde jetzt noch einmal schnell zurückgehen, um unserem lieben Spacko noch ein Level zu gönnen. Der ist ja echt kurz davor. Dann nochmal schnell Pokécenter und dann auf zu Rocco. Und dann können wir auch schon weitergehen Richtung Azuria City. Hier so Fossilien abholen und so ein Krimskrams. Nee, muss jetzt nicht sein. Bin davon ab, dass ich ja nicht mehr weiß, was dabei rauskommen würde, weil das alles random ist. Also am Ende jetzt ein Fossil zu holen, nur damit da ein Radfratz rauskommt bei... Nee. So, Spacko, Tausch mit Sid. Und let's go. Vielleicht so ein Jungblut oder so. Und auch wieder ein Kapilz. Das wäre eigentlich alles ganz schön. Ja, Nidoran männlich. Klassiker. Das ist super. Mit einer Konfusion dürfte der Brudi weg sein. Unser Level-Up ist also entsprechend schnell erreicht. Dann würde ich Spacko sogar direkt als erstes Pokémon belassen. Weil er dann mittlerweile mit 38 KP auch schon ganz gut was zu leisten hat in der Riege. Zu bieten hat vor allen Dingen leisten. Das stimmt denn nicht mit mir? Wortfindungsstörung heute.
An diesem schönen Montag. Everybody loves Mondays. So, Joy, sieh zu. Wofür bezahle ich dich? Nicht. Mach mal schnell hier. Unsere Pokémons sind wieder topfett. Wir dürfen jederzeit wieder vorbeikommen. Das heißt, wir sind gute Kunden. Und es geht los. Auf zu Rococo. Aber Moment, bevor wir nochmal gucken, was wir so an Tränken haben. Das müsste definitiv genug sein, ne? Aber... ja, komm, egal. Wenn wir mehr als 3 Tränke brauchen, dann... haben wir es auch nicht verdient. Nein, die Level von Rockos Pokémon sind ja nicht so hoch. Also von dem her... ich bin der Arenaleiter von Marmoria City Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeige mir, wie gut du bist. Sicherlich gut genug für dich, Rococo. Eine Herausforderung von Leiter Rocco. Parasek! Ja moin, das war super. 12 ist halt nicht zu unterschätzen, würde ich sagen. Aber wenn die Konfusion trifft, ist gut. Ich habe Angst vor Stachelspore. Vielleicht setzt er die gar nicht erst ein. Ein bisschen schneller hätte ich gar nicht gedacht. Trotz Volltreffer. Okay, ja, da ist wohl kein Gift mit bei, was mich wundert. Das hätte ich bei Parasek jetzt total unterstellt. Der Katzer ist jetzt so lala-Damage, damit kann ich voll leben. Einer noch. Super. Wir haben der Paralyse zu trotz jedes Mal attackiert. Parasek war easy peasy, gar kein Problem. Und wir haben das Level Up. Level 11, sehr schön. Endivie. Okay. Ja gut. Vor Endivie habe ich keine Angst, die haben wir schon mal besiegt. Die hat jetzt ein höheres Level, ja. Aber zur Not müssen wir halt Sid irgendwie heilen dann mal oder auswechseln. Ich bin zuversichtlich. Ach ja, vor allem. Endivie ist ja das Unterentwickelte. Ja, komm. Geschenkt. Auch wenn der Damage des Tackles, ja, ist so fast die Hälfte von dem, was er uns abzockt. Lol. Das ist halt auch so belastend, ne? Wenn der Trainer in der Arena vorm Leiter ein heftigeres Pokémon hat als der Leiter selbst. Glück. Also das war auf jeden Fall lucky. Und sonst nichts. Aber dann ist doch schon mal safe. Cool. Dann können wir uns jetzt mal auf den Weg machen zum Felstunnel, heißt der ja, glaube ich. Und unsere Fliege da vielleicht ein bisschen trainieren. Der Boy ist ja leveltechnisch echt weit, weit im Hintertreff. Gerade so, wenn man mit Zit vergleicht. So. 192. Tippitoppi. Und wir besiegen den Leiter Rocco. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung. Wir erhalten den Felsorden. Episch. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können ein Pokémon derzeit Blitz einsetzen. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Huber gewinnt 1400 Poké-Dollar. Manni! Warte, nimm das hier mit. TM39, das müsste doch irgendwie Felswurf sein oder so. Ja, nur ein einziges Mal, weiß ich. Felsgrab. Felsen werfen, begraben. Initwert wird gesucktetet. Ist das super. Die ganze Zeit mit dem Analogstick versucht zu laufen. Der nicht belegt ist. Naja. Also, schauen wir hier. Nein, falsch. Pokémon. Das hat sich blöd, ist halt, dass Spacko paralysiert ist. Ne? Deswegen sollte man eigentlich nochmal ins Center gehen. Weißt du was? Auf dem Weg zum Dings ist ja auch ein Center. Also das wird schon gut gehen irgendwie, glaube ich. Das Einzige, was ich halt davor machen möchte, ist im Markt nochmal ein bisschen was an Pokébällen kaufen, den einen oder anderen Trank. Und dann ist alles schicko. Du kannst uns behilflich sein. Wir wollen nämlich 5 Pokéballs. Danke. Und 3 Tränke. Das hat ja gelohnt. Haben wir noch 8 Poké-Dollar von Kaugummi über.
Ah, ich komme so bald nicht wieder, mein Freund. Ich kenne nämlich nur einen Weg. Nach vorne. Liga Champignon. Na du? Oh, Hube. Ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen. Also nimm es bitte. Turbotreter! Das ist geil. Drücke den B-Knopf, um zu rennen. Aber nur, wenn Platz ist. Nun, ich muss ins Labor zurück. Bis die Tage. Er ist voll süß. Mein Großer sagt auch gerade, dass er Turboschuhe hat. Ein Brief ist dabei. Hallo Hugo. Hier ein paar Turbotreter für meinen geliebten Trainer. Denk daran, hier steht die Daumen. Gib nie auf. Deine Mama. Und rauf da. Was starrst du mich so an? Naja, Mädchen. Ich bin eigentlich in die andere Richtung gelaufen, aber cool. Ich so hoch, du so rechts und starren ein Schuppet. Das sieht so ein bisschen geistig aus. Metronom. Ich habe das Gefühl, als müssten wir Fliege gleich auswechseln. Außer jetzt kommt eine heftige Psychokinese. Yeah. Okay. Ich würde fast sagen, Blume regelt das. Ein Schlückchen trinken hier. Das Viech hat Bock zu schreien. Verdammt. Schon wieder ein Kreideschrei. So, ich würde sagen, der Absorber ist ganz gut. Heilt uns zwar nicht, macht ihm aber richtig gut Damage. Abschlag. Oh, bitte nicht. Das klingt so, als wäre das irgendwie irgendwas, was uns definitiv tötet, wenn er auch stirbt oder so. Darum habe ich keinen Bock. Lebst du noch, bitte? Bitte? 93, Level up, super. 93, ja, Nebula. Ja, komm. Da setzen wir Wiederfliege ein. Der Erfahrung wegen. Da bin ich fast geneigt, zu unserem Spacko zu wechseln. Weil wegen Konfusion. Aber erstmal versuchen wir nochmal ein Metronom. Kroll. Stimmt, das ist doch dieser Angriff, der irgendwie AP zockt. Finte. Ja, moin. Schön, schön, schön. Dann können wir jetzt wieder Blume einsetzen. Weil das ein Volltrefferabsorber oder halt zwei Absorber ist. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Ah, wie ätzend. Okay, aber solange kann uns der Schlecker wenigstens nicht paralysieren. Ätzendes Pokémon, dieses Nugulak. Echt ätzend. Schönerweise heilen wir jetzt wahrscheinlich das fast komplett, was er uns abgezogen hat. Das ist nicht effektiv? Oh, das hatte ich nicht mehr auf dem Zettel. Ja, egal. Von trotzdem zwei. Gut. Nicht richtig mitgedacht, aber hey. Pflanze? Ja gut. Doch, warum sollte Pflanze auch effektiv sein? Gegen Geist. Ist ja auch Quatsch. 91, 91. Und Ricarda, die Göre, ist besiegt. Die sagt sogar, wir sind gefährlich. Richtiger Bad Boy. Okay, halt weiter. Hä? Ich kenne dich aus dem Gartania-Wald. Mag sein. Wie ist dein Name? Attila. Attila, du redest Quatsch. Wir kennen uns nicht. Keifel. Keifel kann gefährlich sein, glaube ich. Wegen dem. Da ich nicht mega Schiss. Unsere Pflänzchen rauszuschicken.
Ach du Scheiße. Nee, 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 nee. Oh, ist das gerade bitter. Da muss ich ja fast Spacko einsetzen. Oh, Eis-Pokémon, ne? Mein Martyrium. Das Schlimme ist, dass er ja auch, ich glaube... Schnüffle? Er kennt Spacko. Der hat ja auch eine Bodenkomponente. Das heißt... unsere Pflanzen-Pokémon wären eigentlich gut gegen ihn, so was den Damage angeht. Aber wir verkacken halt auf ganzer Linie, wenn es um die Defense geht. Oh, ich wollte gerade sagen, das muss ein Falltreffer sein. Weil eigentlich ist ja unsere Spezialverteidigung super. Oh, oh, da habe ich gerade richtig Angst gehabt. Weil war ja kein Spezialangriff und der war irgendwie schon aufgepumpt. Oh, wie ätzend. Vor allen Dingen, wenn vorhin unsere Konfusion getroffen hätte, ne? Hätte das Problem nicht. Dann wäre der Typ down und dann ist gut. Okay. Bitte triff. Boah, sehr gut. Puh. Keifel war gerade ein bisschen scary. Aber Fliege ist halt auch einfach noch nicht so unbedingt ein wertvolles Mitglied der Kampfaufstellung. Kike. Ja, gut. Wenn wir da mit Blume mutig voranpreschen und ihn schön absorben, dann wird er uns schon nicht one-hitten. Gib mir dein Leben. A.k.a. deine Seele. Jetzt. Super. Full Heal, wenn er jetzt nicht attackiert, ein Pulverschnee oder so. Ja, super. Mach Schnüffelstück. Das ist ganz großartig, was du da gemacht hast. Und bye bye, Baby. Oh, ich muss mal gucken, ob ich irgendwas habe, was Paralyse heilt. Voll ätzend, dass unser Spacko hier nur wieder mal nicht attackiert. Dafür ist Blume demnächst mal reif mit der Entwicklung und so. Austausch. Aurora-Strahl. Gleiches Spielchen. Sehr gefährlich. Wenn jetzt die Hälfte, dann bin ich voll happy. Ja, allerbest. Du kannst Aurora-Strahl. Ja, oh, du bist super aus das. Danke. Das ist mega. Und bye-bye. Da ist er. Down the ball. Nachrichten, ne? Wie ätzend. Und da ist es nur noch ein Level. Hammer. Alter, was die halt an Erfahrung geben, diese entwickelten Pokémon, ne? Das ist gestört. Du hast mich wieder besiegt. Whatever, boy. So, wir gucken mal so beuteltechnisch, wie gesagt, ob wir da irgendwas haben. Vielleicht bei den Bären. Ja, ätzend. Echt, echt ätzend. Fliege ist von den gefroren, ne? Ja, komm, dann machen wir hier einen auf Entwicklung und dann ist gut. Hey, mein Kleiner. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts. So ein Mist. Ja. Ja. Teenager Egon. Bester Teenager-Name auf jeden Fall. Metagross ist Metall, aber vielleicht auch irgendwas, wogegen der Absorber gut ist. So Metallerde fände ich jetzt geil. Das finde ich extrem ungeil. Oh oh, und vom Bodycheck habe ich auch ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Das finde ich gerade extrem ungeil. Oh mein Gott. Gut, wir haben ein extremes Problem. Der Junge wird uns hart zerbersten. Ich war ein wenig arrogant, um ehrlich zu sein. Alter, der macht uns 17 Damage. 17.
Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass er komplett unser Team wiped. Heilige Scheiße. Vor allem ist Gift halt auch einfach nicht geil gegen ihn, ne? Scheiße. Das hat gar kein... Wow. Metagross macht uns tot. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Alter. Frage ist, was ich jetzt mache. Bringt es was, unseren Spacko zu heilen? Macht die Konfusion was? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Also wirklich nicht. Oh Gott. Aber es ist halt einfach gerade das, was ich irgendwie am sinnigsten sehe. Wow, das ist ja jetzt kacke. Und wir haben noch mega Glück, ne, was so die Attacken angeht. Weil Grimasse ist halt einfach das, was am ungefährlichsten ist. Aber wenn der Absorber ihm jetzt halt irgendwie nur zwei oder so abzockt. Oh Mann. Das ist ja jetzt bitter. Boah. Tschüss, Sid. War mir eine Freude, eine Ehre zugleich. So, und jetzt müssen wir halt gucken. Gucken, hoffen, beten. Mehr geht nicht. Also, ich könnte das mit Aussetzer oder Hypnose versuchen, ne? Aber ich will erstmal gucken. Der kann auch Konfusion? Ja gut. Das ist voll okay, wenn er das gegen uns macht. Ja. Oh, oh, bitte, ja. Oh, bitte. Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, mit purem Luck for the win. Oh, wäre das schön. Weil wir haben ja leider halt echt schon einen Verlust erleiden müssen. Und ich fand, das ist ein großer Verlust. Ja, mach dir selber Damage. Aber schön, dass er auch immer die Konfusion einsetzt. Wir haben so ein räudiges, ekelhaftes Glück bisher. Ey, wenn der das komplett durchexistiert hätte, ne? Der hätte uns mit Metallklaue einfach alle sofort zerstören können. Ja, super machst du das. Jetzt gleich nochmal ein Bodycheck, nochmal verwirrt sein, all so ein Scheißdreck. Brauchen wir. Ah, verdammt. Oh, ist das frustrierend gerade. Super, Konfusion ist auch toll. Klick einfach an. Ja! Oh, bitte, bitte, bitte. Ja! Ja! So, jetzt noch einmal heilen, noch ein Bodycheck, dann irgendwie und dann... Ist auch der letzte Trank, ne? Davon ab. Oh, was ein ätzend Kram, ey. Okay. Ja, gut. Bitte triff, bitte triff, bitte triff. Ja, es ist voll okay leider, muss ich sagen, ne? Also... Da bin ich jetzt nicht irgendwie traurig drüber oder wütend oder so, weil früher oder später muss das halt passieren. Wow, war das duselig. Alter, wie ekelhaft lucky. Wie ekelhaft lucky. Ich hab halt echt schon irgendwie komplette Neuaufzucht gesehen, ne? Lunastein. Ich kann nur hoffen, dass unsere Blume da zumindest halt irgendwie vorankommt, in Anführungsstrichen. Absorber. Da wird Typ Stein drin sein und das Absorber super gegen, ne? Also. Ja, allerbest. Und dann noch ein Volltreffer. Boah, ich habe hier Glück, ne? Das ist eigentlich nicht schön. Oh, perfekt. Boah. Aber was ein blaues Auge, ne? Blaues Auge und irgendwie Blutschürfewunde. Aber dafür kann es sein, dass Blume sich gleich entwickelt. Und das wäre schon mal super. Was
was Metagross für ein Assi ist. Wir hätten halt irgendwie Feuer gebraucht, ne? Das Jungblut irgendwie. Das ist ja mega gewesen. Ach man. Unser erster Verlust. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so früh passiert. Ja, Verfolgung ist okay. Machen wir einen Silberblick weg. Ich bin eh nicht so der Einsetzer von Statusverringern, denn ich bin absolut der Noob. Was das Angriffsverhalten angeht bei Pokémon. Ach, was ein Kack. So, hier können wir übrigens mal ausmachen. Teenager Egon wurde besiegt. Wäre ich heute doch nur reingegeben. Ja. Können wir denn unseren Freund jetzt schon wegschicken? Ich glaube ja, ne? Da müssen wir jetzt nicht extra zur Box, oder? Ansonsten muss ich jedes Pokécenter davon ab, aber gut. Ach man. Vor allem zwei spannende Sachen. Eine Entwicklung und halt ein Tod. Der Herr nimmt es, der Herr gibt es. Ja, Zornkling ist, glaube ich, auch ganz gut. Ist doch dieses, genau, kumulierte Dings, ne? Ja komm, Pfund braucht kein Mensch. Das setzt nur Ash ein. Entschuldigung, Rot. Zornklinge kann, glaube ich, sehr nützlich sein. Also, wir walten unseres Amtes. Sit. Nee, also hier irgendwie nicht. Ich würde dich gerne entgedüngsen. Ja gut, dann gehen wir erst ins Pokécenter. Machen das dort. Wenn es halt nicht geht, dann kommt er halt auf die Box, ne? Das ist halt einfach nicht mehr für uns lebendig. Und dann holen wir nochmal Getränke. Das ist belastend. Hallo, Joy. So, komm jederzeit wieder vorbei. Zugriff auf wessen PC? Ja, jemandes PC. Super. Nein. Pokémon ablegen. Und hier ist entlassen. Tschüss, Sid. Gehab dich wohl. Ich weiß gar nicht, ob er noch ein Item hatte. Gefühlt ja. Naja. So, weiter bearbeiten. Nein. Tschüssi. Wie süß. Achso, dann müsste ich ja hier jetzt eigentlich auch. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt in der Aufnahme. Pass mal auf. Ja, ihr hört jetzt gerade keinen Ton. Tschüss. So. Er ist weg. Ausloggen. Okay. Und dann Joy, heil. Vor allem, was ich für ein Assi bin, ne? Ich habe halt erst gesagt Tschüss und dann heilen. Warum hätte ich ihn erst heilen sollen und dann Tschüss? Naja. Zerstaucht kaputt K.O. in der freien Wildnis. It's important to treat Pokémon with love. Gut, Route 3. So, ihn machen wir, glaube ich, noch. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen. Ja, let's go. Mal sehen, was du zu bieten hast. Vier Pokémon, ne? Morlord. Morlord ist kein Problem. Weil Morlord gut absorbiert werden kann. Wow. Gut. Hätte man mit rechnen können, ne? Vierfach Damage und so. Wegen Erde und Wasser. Schön. Morabell. Ja, komm, wir wechseln mal auf Spacko oder Fliege. Ne, komm, wir machen Spacko. Fliege trainiere ich, glaube ich, dann so ein bisschen bei den wilden Pokémon. Ich will hier jetzt erstmal nichts riskieren bis zum nächsten Pokéstop. Okay. Mit konfusionstechnisch nicht viel entgegenzusetzen haben. Oh,
Oh, leider doch 3. Eine Lehmschelle ist blöd, weil Reduktion, man sieht's, der Genauigkeit. Na, okay, ist jetzt doch ein bisschen ärgerlich. Und noch eine Lehmschelle, ja danke. Krieg ich ja fast Angst, jetzt was anderes als Konfusion einzusetzen. Muss ich aber auch nicht. So eine Kacke. Ach, du kannst mich mal, Pokémon, ehrlich. Das ist so asozial. Gut. So, die wischt das doch ganz bestimmt wieder weg, oder? Vor allem habe ich vergessen, Tränke zu holen. Ich Dulli. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall das Pokémon wechseln. Damit das assige Gangolf? Was diese? Dieses assige Ich treffe nicht mehr weg ist. Oh. Nee, Gangolf ist eher super. Ja, okay, alles richtig gemacht. Heftig, dass die Weiterentwicklung von dem Viech, was wir gerade bekämpft haben, ne? Ist uns egal. Insbesondere Blume. Blume sagt einfach. Und hat ihn einfach weggemacht. Da ist der nächste Level Up. Der ist halt hart überpowered jetzt gerade, ne? So, deswegen. 5 Level. Und vor allem 9 zu unserem Fliege. Das ist ja doll. Aber den konfusionieren wir auch schnell weg. Und dann ist Spacko auch schon Level 13, würde ich sagen. Ich frage mich vor allem auch gerade, wie weit der nächste. Ist aber etwas gesagt. Die nächste Heilungsanstalt hier entfernt ist. Unser Pokécenter. Ich glaube nicht so weit. Und da ist ein bisschen was an Gras. Also da müssen wir uns was holen jetzt als Ersatz. Von unserem gefallenen Freund Zed. Wir besiegen Gangolf. Mit diesen Pokémon hätte ich auch gleich gewonnen. Die sind halt gut. Und ich darf euch an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen danken, fürs Däumchen hochgeben, fürs Abonnieren, fürs Weitere sagen, fürs alles. Und alles Gute wünschen bis zum nächsten Mal. Ciao.